Also, genau, ich wollte heute Sandkastenmodus weitermachen. Habe ich gestern Abend mal kurz angefangen. Und ja, falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, ich hatte ja schon auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich so ein bisschen eine Art Review gemacht habe, auch ein bisschen Gameplay gezeigt habe in der Chaos-Theorie, in dem Modus. Und Kampagnen hatte ich komplett durchgespielt für mich privat. Sieht man jetzt hier nur nicht, weil ich die Plattform gewechselt habe mit dem Spiel. Und die Spielstände nicht übertragen wurden. Ja. Was irgendwie schade ist auch, dass man Spielstände nicht übertragen kann, weil man in dem Game, wenn man die Kampagne spielt, nämlich Sachen freigeschaltet bekommt, die ich jetzt nicht habe. Weiß aber nicht, ob ich die nochmal durchspielen will. Mal gucken. Auf jeden Fall heute Sandkasten. Und zwar habe ich einfach mal so in Kanada angefangen. Ich, ja. Ohne besonderen Grund. Da ist nur sehr kalt. Das habe ich nicht bedacht. Sturmwarnung. Kaum im Game. Ich wollte gerade einen Schluck Tee nehmen, dann halt nicht. Der muss eh noch abkühlen. Schon kommt eine Sturmwarnung. Mein Schutzbunker. Da ist mein Schutzbunker. Hallo, Buntifan. Jetzt können wir erstmal gucken, wie sie alle in den Schutzbunker rennen. Also wenn ich die Aufgaben hier ausklappe, aber ich glaube, ich die nie so weit aus. Ich muss eben guck immer noch so ein bisschen, ob Pando da in der Ecke gut sitzt oder nicht. Gucken. Den ersten Teil gab es mal für lau im Epic Store, dann fand ich eher so, naja. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich bin jetzt tatsächlich im zweiten Teil Jurassic World, jetzt Evolution 2, eingestiegen. Seit letzter Woche. Ich habe noch nie irgendeinen dieser Teile gespielt. Überhaupt irgendwas mit Jurassic Park. Ich weiß nicht, was noch alles, ob noch irgendwas gab. Generell so Park Manager bisher nicht so wirklich. Es gibt ja auch diese ganzen Zoo Manager, habe ich auch nicht gespielt. Das hier gefällt mir aber sehr gut. Der zweite macht einiges besser, finde ich. Okay. Ich verlasse mich auf euer Urteil von den Leuten, die es gespielt haben. Also das einzige wirklich Negative, was ich bisher hatte, war, das habe ich auch im YouTube-Video erzählt, für Leute, die das gesehen haben, ich wiederhole mich jetzt, aber dass ich nehme an, es war ein Bug, dass manche Ranger-Fahrzeuge nicht an ihr Ziel konnten, obwohl sie einfach nur auf einem Parkplatz rumgechillt sind. Die sind einfach nicht auf. Die konnten nicht vom Parkplatz fahren, aus irgendwelchen Gründen. Also wenn ich die selbst gesteuert habe, kurz anfahren habe lassen, dann ging es wieder. Aber ja, irgendwie bei zwei Rangern auf dem Parkplatz konnte einer irgendwie nie wegfahren. Das fand ich sehr seltsam. Teilweise finde ich das außerdem, dass sie einen, so was die ganze Wissenschaftler-Management haben sie eigentlich ganz so gut vielleicht eingeführt. Ich meine, man kriegt das schon alles so ein bisschen raus. Und natürlich auch sowas wie, was für Statistiken, also wie muss ich wirklich die Statistiken hier lesen, was muss ich wirklich machen, um was, zum Beispiel Transportbewertung, was bedeutet das genau? Also wie kann ich zum Beispiel meine Transportbewertung verbessern. Das hatte ich jetzt in-game nicht so mitbekommen. Wie man zum Beispiel sowas macht, das habe ich dann gegoogelt. Ja, aber ansonsten, also die Basics bekommt man auf jeden Fall sehr, sehr gut in den Kampagnen erklärt. Also es lohnt sich, ich finde hier lohnt es auf jeden Fall, die Kampagnen durchzuspielen. Und halt auch den Chaos-Theorie-Modus. Ich finde das schon, ist schon ganz schön gemacht. So mit der Einbindung halt in die Filme und so. Den mag ich sehr, Planet Zoo. Das Bauen macht echt Spaß, wenn es denn so funktioniert wie gedacht. Okay, passiert dann manchmal was, was nicht soll. Ich sag ja, Handbücher hatten schon was für sich.
Ja, aber ich meine, die Handbücher hast du ja sozusagen online mittlerweile. Musst du ja dann so. Wollen wir heute vielleicht Pando mal ausmachen? Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben heute sehr viel so. Also bei dem Game viel. Oder kann ich den links unten? Ich überlege ja, wo ich hinpacke, weil wir haben viel passiert ja so auf dem Bildschirm. Wenn ich jetzt was bauen würde, weil der ist überall dann halt im Weg, ne? Rechts oben vielleicht. Bisschen schwierig mit unserem kleinen Pet. Jetzt haben wir so viel Dinos als Pets, deswegen ist Pando fast ein bisschen überflüssig heute. Super leid, Pando. Ich guck mal, ob es rechts oben geht. Ah, da kommt dann die Dingseinblendung. Hier, vielleicht. Zweiter Monitor? Ja, hab ich. Oh Gott. Kranke Tiere. Warte, ich muss mich um kranke Tiere kümmern. Okay, unser MVU fährt schon los. Gut. Ich meine, ich würde das auch selbst übernehmen. Ich sollte vielleicht ganz lesen, was ihr geschrieben habt, ne? Die Sachen sollte man in der Übersichtskarte sehen und das beim zweiten Versuch raus wieder suchen müssen. Planet Zoo finde ich am PC unspielbar, zu sehr auf Touch-Steuerung ausgelegt. Echt? Das denn? Kannst du das Vieh nicht auf den zweiten Monitor ziehen? Dir ist schon klar, dass du das der Stream den dann nicht mehr sieht? Also, ihr kriegt ja im Stream keinen zweiten Monitor angezeigt. Ihr habt ja kein geteiltes Bild oder so. Ich verstehe jetzt gerade nicht so genau, was das bewirken soll. Das ist ja überhaupt nicht auf einem Klinge so Monitor bei mir. formlos. Das ist ja im Es gibt OBS. ein neues Ziel, das du dir ansehen musst. Infos folgen. Hallöchen, Palantir. Ein Gyros-Stream, ja. Gyrosse habe ich noch nicht. Also, nochmal zur Erklärung. Pando hier rechts oben, ja. Ist ja unser Stream-Pad. Der ist natürlich nicht bei mir eingeblendet auf meinem Monitor. Den seht nur ihr auf eurem Monitor und ich sehe ihn auf der Stream-Vorschau, weil das ja eine Erweiterung vom Stream ist. Also mich stört er nicht, aber ich möchte natürlich auch, dass er euch nicht stört. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob ich ihn komplett rausnehmen soll, weil er als Bot ja immer noch im Chat drin ist. Das heißt, wenn Leute den füttern wollen und so mit dem spielen wollen, wäre es halt auch schade, wenn er jetzt nicht da wäre. Ich meine, er postet schon wieder ganz fleißig im Chat. Also es geht darum, ob das er euch nicht stört, ne? Also ich sehe den sowieso nicht. Der ist auf keinem meiner Monitore, sozusagen. Was spielt ihr zurzeit gerade mit deinem Leben? Das ist richtig. Nein, ausblenden würde ja nicht kack. Ich kack. Kack. Ja, genau. Guck. Oh Gott. Ich kann den mit einem Klick ausblenden. Tada! Ich glaube, ja, komm. Das war genug heute, Pano. Wir blenden den heute mal aus, damit er jetzt nicht den Rest nächsten halben Stunde des Streams nicht mit dem Vieh mich beschäftige, weil das nicht richtig irgendwo sitzt. Er ist ja trotzdem noch im Chat. Ihr seht ihn nur jetzt gerade dann halt nicht mehr auf dem Bildschirm. Also auf dem Streambild. Ich sollte nicht Bildschirm sagen, es verwirrt dann wieder die Leute. Will ich einen Auftrag machen? Zeit für Expeditionen. Wachsender Bestand. Verkaufen will ich bestimmt niemanden. Ich meine, ich kann diese Aufträge auch ausmachen. Ich bin momentan noch nicht so sicher, ob ich die nicht vielleicht erstmal deaktiviere. Weil bisher nerven die mich, glaube ich, eher. Ich bin also unschlüssig. Ich mache mal das.
Ich meine, früher oder später werde ich Expeditionen machen. Ne? Also, hab ich da auch kein Zeitlimit? Okay. So, also. Vogelgrippe. wir müssen ihn betäuben und transportieren. Dann machen wir das jetzt mal. Ich steuere mal selbst. Hallo Emo. Das Ding ist, ich muss ja alle drei, oder ist die Frage, muss ich alle drei? Ich betäube jetzt gerade alle drei, aber ich kann ja nur einen gleichzeitig behandeln. Egal, wenn ich schon mal dabei bin. Wir können sie ja wieder aufwecken, zum Not. Ups. Das war das Falsche. Wo habe ich? Oh Gott, ich muss erstmal lernen, wo ich was hingestellt habe. So. Oh, ich habe den Schutzraum nicht geschlossen. Also gut. Ich habe euch den Park ja noch gar nicht gezeigt, aber ich habe ja gerade erst wirklich angefangen. Gestern Abend noch schnell, so ein paar Minütchen. Wir beginnen hier, das ist der Ankunftsort. Wir sind in Kanada und man kommt hier also rein. Wissenschaftszentrum rechts, links Kontrollzentrum, also die Sachen, die man halt so ich zur Verwaltung brauche. Personalzentrum, das Einfangteam, das Mediteam, der Schutzraum, das die Ranger, das Expeditionsteam. Und für die Gäste, die laufen hier runter die Straße, gibt es Toiletten und Freizeitkleidung erstmal am Anfang. Wir können das simulieren. Wir laufen hier als Gäste erstmal hier runter. Dum, 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 dum. Kleider sollen ja besser auf dem Rückweg was kaufen noch. Da sehen wir den Dino, wie er in das Medizinzentrum runtergelassen wird. So, links dann das Gehege, wo ich momentan, ich müsste zwei Arten von Dinos drin haben. Ich muss gleich nochmal gucken, welche. Beobachtungsgalerie ist das hier für die. Die brauche ich natürlich nicht. Ich kann da auch so rein. Noch ein paar Geschäfte. Und da hinten ist das andere Gehege. Und das ist auch alles, was ich momentan habe. Die Karte ist auch nicht so groß. Also ich weiß nicht, eventuell kann man dann sein Gebiet noch erweitern. Manchmal ist das ja in der Forschung drin. Weiß nicht, ob das auch im Gesamtkastenmodus möglich ist. Wenn die alle Unterkühlung wegen dem Sturm bekommen, kann das natürlich recht nervig werden. Ja, genau das habe ich jetzt auch so ein bisschen befürchtet, wenn die jetzt immer irgendwie krank werden beim Sturm. Ist Kanada jetzt nicht so das beste Gebiet, um sein Sandkastenspiel zu machen, ne? Nicht weglaufen, ich will dich angucken. Oh Gott, niedrige Gesundheit, ich muss gerade mal schauen. Aber ich kann euch nicht alle da reinpacken, oder? Da kann wahrscheinlich immer nur einer gleichzeitig behandelt werden. Besetzt, ja. Mhm.
Ich kann jetzt keine drei Einrichtungen bauen, das wäre ein bisschen Overkill. Der hat noch 17 Sekunden. Also auf jeden Fall hier habe ich die leider gerade ein bisschen sehr leiden. Das sind die Corythosaurus. Der Corythosaurus. Der sieht eigentlich ganz süß aus, wenn er dann aufrecht geht. Und wen hatte ich hier noch? Da ist einer, dem geht's gut. Und ich hatte hier noch drin die Stuti. Was? Ich verkürze die immer ab, weil welcher Mensch liest dann immer den kompletten Namen oder sagt immer den kompletten Namen? Wahrscheinlich irgendwelche Dino-Freaks, aber ansonsten glaube ich kein Mensch, oder? Also, den Namen könnt ihr selbst lesen. Ich nenne sie Struti. Also, wir haben Cori und Struti hier. Ich bin das immer so Zungenbrecher. Ja, ich halte sie auf jeden Fall sediert. Ich hoffe, das hält sie am Leben. So. Wem von euch sehe ich, wen es von euch besser geht, schlechter geht als dem anderen? Dem geht schlechter, machen wir den zuerst. Das ist 70%. Okay, der hintere, der kommt als nächstes dran. Dann holen wir ihn erstmal raus. Transport. Ja, ich kann die gerne nach euch benennen, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr mir sagen, was für einer ihr sein wollt. Ein Kryo, ein Cori, ein Struti habe ich momentan im Angebot und noch einen, gucken wir gleich, ich muss gerade hier warten, bis die weg sind. Oh Gott, habe ich genug Mediziner dafür? Der ist schon ein bisschen gestresst hier, aber er muss leider... Dino-Gesundheit geht vor. Und wir haben hier noch die Ceratosaurus. Den Cerato. Wieso? Ich weiß nicht, warum es immer so rauszoomt, wenn die durch Bäume laufen. Ist das wirklich nötig? Und das sind unsere, also momentan mein einziger Fleischfresser und das andere sind Pflanzenfresser. Die Namen, vor allem die neuen Arten, kann man sich auch echt nicht merken. Ja, ne, also. Ich meine, die Triceratops, T-Rex. Ich meine, T-Rex, irgendwie kürzt man das ja auch schon ab. Ich meine, das sind so. Die, und Stegosaurus oder so, das sind so ein bisschen, die man kennt und die. Kann man so ein bisschen sich merken, aber alles andere so, nee. Also ich nehme immer so die ersten paar Silben, ein, zwei Silben und kürze mir die ab. Besonders, wenn ich sie irgendwie dann auf der Expeditionskarte suche und dann, ja. Wen suche ich nochmal? Weißt du, dann hast du leider so 20 Namen und du kannst die alle nicht aussprechen und dann weißt du gar nicht mehr, wie der hieß, den du eigentlich haben wolltest. Kann ich ein Studio oder irgendwie heißen sein, ja. Die so ein bisschen vogelähnlicher sind. Produkttransport beendet. Wo sind sie denn? Du kannst ein Struti sein. Struti? Wo haben wir denn mal einen? Das wären die Strutis. Das Struti heißt jetzt Emo. Emo Tartufo von Pandoricus Rex. Wie kommen eigentlich überhaupt Dinosaurier so zu diesen Namen? Die sind ja alle doch irgendwie ähnlich. Sind das alle, ist das... Aus welcher Sprachecke kommt das? Warum hat man die, warum haben Wissenschaftler denen diese komischen Namen gegeben? Also Emo ist zufrieden und streift umher. Das wollen wir sehen. Du hast Streifen, ja. Wie geht's denn unserem Patienten? Bist du schon fertig? Wieder? Nein, brauchst noch eine Minute. Aber ich muss sagen, das mache ich halt auch in dem Game bisher am liebsten, dass ich mich halt um die Dinosaurier kümmere, einfange, synthetisiere, ausbrüte. Es macht irgendwie mir mehr Spaß, als mich um die
Gäste des Parks zu kümmern. Also bei jeder Kampagne bisher, so gegen Ende, wo ich irgendwie, weiß ich, noch so einen halben Stern oder einen Stern Parkbewertung brauchte, ich fand das immer sehr viel anstrengender und nerviger, als einfach mich um die Dinos zu kümmern. Also immer zu gucken, oh, die Gäste, jetzt brauchen sie noch ein Getränkeding und wo setze ich das jetzt hin? Und jetzt brauchen sie noch ein Klo, jetzt brauchen sie noch eine Attraktion. Und ich meine, natürlich ist es auch teilweise nett, aber es ist für mich irgendwie so ein bisschen zweitrangiger in dem Game. Also, oder wenn es nur noch das ist und ich dann irgendwie nur noch am irgendwie Gäste managen bin und dann irgendwie die Dinos in den Hintergrund rücken, finde ich schade. Ich bin kein Lateiner, keine Ahnung, was die Namen sollen. Ist auch die Frage, ist das Lateinisch? Ja, Rex und Hominus und sowas wahrscheinlich schon. Und ich wollte gerade sagen, ist das teils nicht auch Griechisch? Ich weiß es nicht. Griechisch, Latein, auf jeden Fall ist irgendwie Latein mit drin. Ich meine, das ist halt, Wissenschaftler gehen ja, oder gehen ja gern so auf die alten Sprachen. Teils sehr unspektakulär, große Zahn, sehr große Echse, Schreckensechse etc. Okay. Blöde Gäste, können die sich nicht um sich selbst kümmern? Offensichtlich nicht. So, er ist fertig. Transport. Du kommst wieder in dein Gehege. Und dann holen wir ihn noch. Und dann ist er auch gleich wieder fit. Und klar, wenn der Park größer ist, braucht man auf jeden Fall mindestens noch einen zweiten, wenn nicht sogar dritten Mediziner, aber ich denke, hier müssen wir gucken. Vielleicht muss ich hier tatsächlich sehr bald einen zweiten bauen, wenn die wirklich jedes Mal beim Sturm so leiden. Der alte Vogel. Archaeopteryx, wie auch immer. Yes. Oh Gott, ich kann diese alten Sprachen überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Latein gehabt, aber... Saure ja wach. Ach Mist, ist der schon wieder wach geworden. Okay. Ich muss ihn nochmal betäuben. Es hat zu lange für ihn gedauert. Kennt ihr aus Littlefoot diesen orangenen Dreihörnigen? Oh, ich kann mich zu wenig dran erinnern, wie der aussah. Kannst du keine Heilpilze aufschneiden? In welchem Game hatte man denn Heilpilze? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ist verärgert, aber du bist mein einziger Mediziner momentan, der das wuppen kann. Warte mal. Vielleicht kann ich gerade mal mein Personal... Kann ich dich mal eben... Ach komm, 9 hinzufügen. Haben wir hier einen Mediziner vor Ort. Wohlbefinden 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2... Oh Gott, ich nehme mal dich. Ich kann dich auf 7 leveln. Das müsste ja eigentlich auch direkt gehen, ne? Training. Oder muss ich das erforschen? Oh nein, ich habe Training noch nicht erforscht. Nein, ich kann sie noch nicht trainieren. Shit. Und erforscht das erstmal. Die müssen sich jetzt selbst erforschen, wie sie sich trainieren. Mhm. Mal gucken, ob es irgendwer anderes machen kann. Hast du als kleiner Junge mal eine Dinophase? Scheinen viele kleine Jungen zu haben. Und wahrscheinlich auch manche Mädchen. Triceratops hat meistens... Stimmt, das ist der... Ja, wenn... Die sind ja meistens... Dreihörnig, ja. Was sind die Dreihörnig? Stimmt, jetzt... Ich glaube... Ah, ich weiß wieder... Glaube ich, wie die aussieht. Hm. Ich könnte mir einen Orangenen machen, aber ich weiß nicht, ob ich Orange schon als
Ich habe bisher noch keine Farben, kein Fa in dem Genom noch keine Farben geändert. Hallo Lexio. Ich kann meine neue Brille abholen. So habe ich nicht kommen sehen. Glückwunsch. Ich liebe es auch, wenn man endlich mal wieder was sieht dann, ne? Ich muss auch so dringend eigentlich zum Optiker. Ich habe meine Brille jetzt schon seit 9 Jahren, also. Oder knapp 9. Es ist nicht mehr schön. Die Brille ist nicht mehr schön. Es ist. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. So, Wissenschaftler zuweisen. So, ihr gemeinsam könnt das machen. Gut. Dann schicken wir nämlich den anderen. Wo ist denn meine Personaldingens hier? Einmal in die Ruhepause. Also meldet euch gerne, wenn ich noch irgendwelche Dinos nach euch benennen soll. Es kommen aber natürlich auch noch neue hinzu. Wenn ihr erstmal warten wollt, wenn ihr zum Beispiel ein ganz bestimmter sein möchtet. Und ich kann tatsächlich echt gerade mal auf die Karte gucken. Ich habe nicht genug. Ja, ich muss mal Wissenschaftler einstellen auch. Ist wahrscheinlich erstmal auch noch ein bisschen forschen und alles. Torosaurus, keine Ahnung. Trodon, weiß ich, wie die aussehen. Torosaurus kenne ich noch nicht. Und Nodosaurus auch nicht. Nasu. Ich glaube, ich habe von euch auch keinen im Ding drin. Ich war so schlau, meine alte im Geschirrspüler zu reinigen. Kann ich nicht weiterempfehlen. Ich wollte gerade sagen, okay. Also es gibt ja so Ultraschallgeräte, die haben. Der Optiker hat es ja auch, da kann man die, glaube ich, reinlegen. Ich habe leider keins. Torosaurus könnte ein kleiner T-Rex mit Hörnern sein. Okay. Das ist übrigens nicht der Triceratops. Das ist, der ist woanders. Der sieht so ähnlich aus. Gibt ja doch einige, die auch ähnlich aussehen. Ist gar nicht er. Der Pachirino. Oh. Ich will ihn haben. Aber ich weiß nicht, ob ich den. Naso klingt ja auch gut, aber ich weiß nicht, ob der so lustig aussieht, wie er klingt. Da kommen, aus Südamerika kommen ja eher so die Bösen. Ich muss auf jeden Fall mehr Leute einstellen. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich alles so ein bisschen aufforsche und gucke, dass wir hier genug Leute haben. Zum Beispiel das hier, den Bau eines zweiten Personalzentrums sollten wir sehr bald auch angehen. Oder hatte ich das eben schon mit ausgewählt? Nee, ist sie nicht. Was vorsteht denn gerade? Personalverbesserung. Mehr Personal. Okay, das haben wir jetzt. Gut. Das ist alles noch geblockt. Ich wollte Wissenschaftler ausbilden.
So, kann ich jetzt ein zweites machen? Schön. Ich muss sagen, ich baue immer noch viel zu eng eigentlich. Ich überlege auch gerade, ob ich das nicht hinten dran setze. Besser. Wer weiß, ob ich hier vorne noch irgendwas hinbauen muss. Irgendwas anderes. Allerdings kommt dann die Straße so blöd da hoch. Ach ja. Es ist in dem Game immer sehr schwer, Sachen so parallel zueinander irgendwie zu stellen. Hallo Nico Pinsel, ich bin im Spiel so schlecht. Warum? Diese Ultraschallgeräte kosten mal gerade ein 20er. Bei viel Mann. Also das Gerät dort zu kaufen kostet nur 20er. Oder es dort zu benutzen. Weil benutzen kostet ja eigentlich, glaube ich, nicht. Also wenn man hingeht und sagt, können Sie die Brille sauber machen. Ich weiß nicht, machen die das? Also ich kenne es nur, dass man irgendwie, wenn man wegen irgendwas anderes kommt, dass sie einem das anbieten. Ich habe es in der Kampagne gerade mal auf Karte 2 geschafft. Und dann ging es nicht weiter. Kampagnenkarte 2, also Kampagne hatte ich ja komplett durch und Chaos-Theorie habe ich so einen Großteil durch. Ich hatte aber auch spätestens bei der Chaos-Theorie in San Diego erstmal übelst Probleme mit dieser Sternebewertung und so. Und bei ein paar Dinge werden halt nicht ganz so genau erklärt, wie man die Ziele erreicht, die man erreichen soll. Aber ich meine, ich bin auch ein paar Mal dann so pleite gegangen und habe mich so ein bisschen mit auch halt dem Geld verrannt gehabt. Ich meine, man lernt halt aber auch aus diesen Fehlern dann. Ich meine, dafür macht man auch die Kampagnen. Also ich weiß nur gerade nicht mehr, was Kampagne 2, also Karte 2 in der Kampagne, was man da macht. Ist das nicht noch irgendwie so Dinos einfangen hauptsächlich? Also wenn du irgendwie eine konkrete Frage hast, wie man irgendwas macht, kann ich vielleicht helfen. Da, wo es so stürmt. Also ich habe halt Donnerstag, Freitag letzte Woche irgendwie die Kampagnen so in einem Rutsch halt so durchgespielt. Deswegen kann ich teilweise, glaube ich, auch nicht mehr auseinanderhalten. Also auf jeden Fall Sturm brauchst du halt die Schutzräume. Schutzräume kann man alle öffnen. Das heißt, dann sagt man bitte alle in den Schutzraum gehen. Und wenn der Sturm vorbei ist, muss man alle wieder schließen, damit sie alle wieder rauskommen. Und muss halt die Sturmschäden beseitigen. So, ja, so Zäune reparieren, das können die Ranger machen oder man macht es einfach selbst. Gebäude reparieren lassen, Treibstoff auffüllen. Und vielen lieben Dank für, das war ein Follow, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich bin jetzt nicht davon. Ja, ich bin schon nicht davon ausgegangen, dass du meintest, dass ich schlecht wäre. Ich habe dich, glaube ich, schon richtig verstanden. Habe das jetzt nicht auf mich bezogen. Alles gut. Ich glaube auch nicht, dass du schlecht bist. Vielleicht hast du nur irgendeine Sache irgendwie noch nicht verstanden oder hast einfach irgendeinen Hinweis übersehen, der dir gegeben wurde. Wir müssen ja alle das Spiel erstmal lernen. Das wollte ich eigentlich auch damit sagen, also dass ich auch einen Haufen Fehler gemacht habe, weil man es halt irgendwie erstmal lernen muss. Ist ja klar. Die Spiele bieten ja auch sehr viel, was man so machen kann. Hat man vielleicht auch nicht immer alles gleich im Auge. So, oh, ich sollte die Dino vielleicht mal hier abholen. Ich habe mich verquasselt. Der darf mal wieder nach Hause. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass ich den Schnee abgewartet habe. Danke für das Cheer, für die Bits. Dankeschön.
Ich muss mal gucken, wo ich das nächste Gehege hinbauen möchte. Aber ich meine, ich würde sagen, so zwei Dino-Arten pro Gehege ist erstmal genug, sonst haben die nicht genug Auslauf. Zu einem Fleischfresser was dazu zu setzen, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, außer man findet irgendwie so Aasfresser oder sowas. Also die Karte ist momentan noch echt nicht so groß. Ich meine, ich will ja... Die Karte sieht aus wie ein Dodo. Das sehe ich ja jetzt erst. Seht ihr, was ich sehe? Okay, aber ich glaube nicht, dass ich in diese Ecken da so baue. Aber muss ich vielleicht. Also vom Kartenaufbau her finde ich Kanada echt nicht so schön. Aber ich denke, wir werden halt da oben das nächste Gehege bauen, vielleicht ein bisschen Wasser wegnehmen. Wie geht's denn meinem Personal? Stimmt, euch wollte ich jetzt erstmal dahin schicken. Und dann müssen wir auch schön gucken, dass wir eifrig forschen. Wir können auch Flugsaurier forschen. Ach, da ist der, den ich so lustig fand eben. Da muss ich immer noch ein bisschen hin, ne? Wie schalte ich dich denn frei? Ich glaube gerade nur das Wissenschaftler-Limit nicht. Ich möchte, glaube ich, den haben. Ich will mal gucken, dass wir den gleich freischalten können. Lagune mache ich hier nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel. Vielleicht ein Flugsaurier, aber... Auf dieser kleinen... Momentan zumindest auf diesem kleinen Ding ist mir das zu viel. Brutstätte Upgrades... Aviarium. Bräuchten wir dann später noch... das sind die Hautfarben. Hier kann ich an Dürre anpassen. Ich müsste an Kälte anpassen, aber gibt es glaube ich nicht. An enge Räume. Stärkere was? Lungenmuskeln. Herz, Lunge, Immun, Zähne und Klauen. Was ist denn für Kälte gut? Stärkere Immun? Belastbarer? Vielleicht das ja. Für den Brillenputzapparat von Vielmann vorträglich zu seinem Geburtstag. Dankeschön. Ich fahre die Gehege immer so nah wie möglich an die Ränder, so groß viele Arten wie möglich rein. Spart zumindest ein bisschen Platz. Das war. Und ich denke dann aber, dann brauchen die so viele Laufwege irgendwie. Also dann haben die so lange Laufwege, die Besucher, aber ich weiß nicht, ob das denen nicht letztendlich egal ist. Ich meine, theoretisch, ich bin hier schon am Rand. Ich meine, das hätte ich hier noch weiter am Rand setzen können. Das ist halt echt, die Karte ist jetzt ein bisschen komisch aufgebaut. Und wir haben hier so ein extra Ding, das wollte ich wegmachen. So, dann, das heißt, das nächste setzen wir... Wie weit dürfen wir denn hier bis dahin? Muss ich diese schöne Insel kaputt machen, eventuell. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man solche Gehege-Raster oder Gehege-Raster
Vorlagen irgendwie hätte, dass man, also dass man sich halt entscheiden kann, möchte ich selbst bauen oder setze ich so zum Beispiel jetzt ein schön rundes Gehege hin oder ein Sechseck oder Achteck oder was auch immer. Weil das Selbstbauen, das ist immer alles so schief und krumm. Ich kann das natürlich auch mal von hier hinten davor ziehen. Mache ich das? Ich brauche immer lang zum Bauen. Also es wird sehr gemütlich heute, ne? Mal gucken. Ich will auch immer, dass es auch irgendwie einigermaßen gescheit aussieht. Und dann fällt einem ein, ach, man wollte ja noch so eine Gyros-Strecke machen und dann fehlt einem wieder der Platz dafür. Man sieht halt auch nie, wo man schon den hingesetzt hat, den Zaun. Wo ist er denn? Gerade einen Baumstamm für einen Zaun gehalten. Ich das vielleicht machen, dass es auf der Höhe dann schräg hoch geht? Ein bisschen Symmetrie reinbringen. Mit viel Fantasie. Bisschen Symmetrie mit viel Fantasie. Das ist ein bisschen kleineres Gehege dann, wenn ich sie jetzt schließen würde. Aber für den einen Dino mit der dicken Schnauze reicht es vielleicht. Aber dann, egal, müssen wir das auch schräg zu machen. Ach Gott, das geht. Kriege ich eh nicht denselben Winkel hin. Ich wünschte, man könnte das irgendwie gescheit sehen. Ah. Aber wenn ich jetzt auf Entfernen gehe, ich wünschte, ich könnte das so beim Bauen so sehen, wie ich es jetzt sehe, weil dann sieht man besser, was man macht. Aber ich sehe das nur, wenn ich abreiße. Das nervt mich so ein bisschen. Aber auch echt kaufen. Ich hab den auch Schock damit zu reinigen. Auch Schmuck und so. Ich habe halt nicht wirklich Schmuck. Also ich trage nicht wirklich Schmuck außer Ringe 1, 2. Deswegen weiß ich ja halt nicht, ob es bei mir wirklich rentieren würde. Ich nur Brillen reintun. Und ja gut, ich könnte meine Aufbissschiene, glaube ich, auch da reintun. Ja, ich habe halt schon immer wirklich mit den Gedanken gespielt, das zu machen. Was habe ich denn für Beobachtungsgalerien hier genommen? Welche mit diesen drei Dingern? Was sind die da, ne? Na toll, jetzt bekomme ich auch Lust auf das Spiel. Steam hat es im Angebot noch. Den wievielten haben wir heute? Noch bis zum 13. auf jeden Fall. Ich hatte ja auch erst über Xbox reingeschaut, also Xbox PC Game Pass. Und es dann auf Steam geholt.
Für Tintenstifte. Tintenstifte? Was sind denn Tintenstifte? Und warum muss man die reinigen? Ich habe Schreibfedern, also Kalligrafiefedern und Füller, aber die müsste ich nicht in so einem Ding reinigen eigentlich. Ich benutze ich jetzt auch nicht so häufig. Nun. Forschung. Wie sieht's denn aus? Der war jetzt bei, ich glaube, den Gepanzerten. Genau. Ich brauche 12 Genetik dafür. Das kriegen wir nicht hin. Ich brauche 12 Genetik. Wie machen wir das denn? Zwei Genetik. Wenn ich dich auch auf 5 mache, kriege ich 12 zusammen. Ist das teuer? Geht eigentlich, ne? Geht doch. Sind Zeichenstifte mit feinen Spitzen, mit denen ich sofort mühevoll sauber mache, trocknen die ratzfatz aus. Oder ein, okay. Füller geht auch. Witzig. Was zeichnest du damit denn? Okay, da wir jetzt in absehbarer Zeit den Dino kriegen, kann ich hier mal weitermachen. Strom. Strom, Strom, Strom. Und ein Weg. Habe ich eigentlich jetzt schon die guten Wege hier benutzt? Nö, noch nicht. Das mache ich, wenn wir breite Wege kriegen. Noch die Billow-Wege. Lässt es mich hier kein Wasser setzen. Komisch. Bisschen pingelig, was mit dem Wasser hier angeht am Rand. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich noch länger brauche, um zum Optiker zu gehen, muss ich mir vielleicht doch so ein Gerät kaufen. Weil ich nicht mal weiß, ob noch damit meine Brille noch zu retten wäre. Die ist auch so, die hat so krasse Verfärbungen, Absplitterungen und alles. Die ist halt echt nicht mal schön. So, Expedition, Expedition. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt irgendwo drin. So, ich muss erst noch mal gucken, wie er heißt. Ich hab's schon vergessen. Der war hier drunter. Pacirino. 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 Australien? Nee.
Mutaburasaurus. Ich hab dann das erste Mal, ich was in Australien habe. Bist du denn? Ist sehr traurig, wenn du mir jetzt nicht angezeigt wirst. Muss ich doch den Naso nehmen, einfach weil er gut klingt. Da ist er, Pacerino. Nice. Bin ja Tischler, deshalb technisches Zeichnungen von Möbeln. Ach so. Sowas mache ich nicht am Rechner, wenn ich altmodisch. Verstehe ich auch, weil ich kann auch nicht gut am. Also ich habe ja schon ab und zu mal ein bisschen probiert, aber am Rechner zeichnen, ich krieg's irgendwie auch nicht so wirklich hin. Das ist doch so eine ganz schöne Umstellung. Ich glaube, es wäre besser, wenn man so ein Tablet hat, wo man halt auf dem Tablet sieht, was man zeichnet und das gleichzeitig auf den Rechner übertragen wird, dann würde es vielleicht noch eher gehen, aber. Ja, nee, ich finde, man muss ja auch nicht alles am Rechner machen. Es ist halt doch irgendwie was komplett anderes, ob du jetzt irgendwie echte Tinte, echten Bleistift, echte Farben hast und was machst. Ich würde mir auch das nicht nehmen lassen wollen. Auch wenn es bei mir das Malen ja nur ein Hobby ist, aber. Ich, ne, das am Rechner machen. Wenn ich Rechner mag, gerne am Computer bin. Aber so echtes Stift und Papier hat schon was. Hatte ich in der Sommer. Hab ich eigentlich noch Tee? Ein klein bisschen kalt geworden. So, Expeditionen dauern immer so ein bisschen, noch 3 Minuten. Ich finde es irgendwie ganz cool. Ich habe hier das mir mit den Wegen so gedacht, wie die es euch hauptsächlich machen. Das sieht so aus, als würden die Wissenschaftler und Mitarbeiter und so mehr so, also das Personal mehr wirklich die Wege gehen. Und die Besucher dann den Weg. So soll es auch sein. Aber ich fand's, also ich finde diesen Ankunftsort von der Optik her ganz hübsch. Ich fand's so blöd, dass der so Doppelwege hat. Das hat mir erst nicht gefallen. Und irgendwann werdet ihr alle gefressen. Nein. Ich würde doch niemals. Spielst du Schach? War die Frage jetzt an mich gerichtet? Ich bin irritiert. Nein. Technische Zeichnung. Oh mein Gott, dieses Wort. Finde ich am PC durchaus einfacher, aber sonst werde ich mit dem digitalen Zeichen leider auch nicht so wirklich warm. Trotz unzähliger Versuche. Mit Sicherheit einfacher. Ich kann das gar nicht. Ich kann es gar nicht. Habe es halt auch noch anders gelernt. Ja, die Umstellung ist halt zum auch das. Ich hab zum Beispiel früher, ich habe schon immer auch irgendwie viel Photoshop gemacht und so, aber wirklich dieses Zeichnen, einfach so diese Stift- oder Pinselführung, es ist halt am PC dann, wenn man diese Übertragung ist ja doch irgendwie anders. Und sich daran zu gewöhnen, ich finde das irgendwie super schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle mit einem echten Stift. Und ich muss dann nicht dauernd irgendwie, keine Ahnung, Pinselstärke, blabi, blub, irgendwas auswählen. Obwohl es natürlich sehr viele Dinge gibt, die damit natürlich einfacher gehen und einfach mal Steuerung Z drücken und dann ist alles wieder rückgängig, wenn man das Scheiße gemalt hat. Ja, so. Für ein paar Dinge ja, aber ich würde es auch nicht komplett ersetzen. Deswegen finde ich auch die Diskussion über künstliche Kunst, was? Also diese KI-Kunst, diese Angst, dass halt Künstler damit komplett ersetzt werden. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich meine, in manchen Bereichen mit Sicherheit schon und dann muss man sich dann halt blöderweise als Künstler, Künstlerin halt auch anpassen.
Aber ja, es ist, ich glaube, die Angst ist im, es ist also nicht unbegründet, aber zumindest, ich glaube nicht so, es wird, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn man es sich vielleicht vorstellt, dass keiner mehr irgendwie was von einem echten Künstler gemaltes, gezeichnetes irgendwie haben möchte. Das ist halt doch was anderes. Außer du baust irgendwie noch Roboter, die dann wirklich auch zum Beispiel Farbe auf eine Leinwand klatschen können. Also den Bereich von Kunst deckt das jetzt natürlich auch noch nicht ab. Sonst hätte ich gefragt, wie hoch deine Elo ist. Ah, ja, ich weiß, dass es diesen Begriff gibt. Aber nein, ich spiele kein Schach. Hallo Pfeiro. Ja, ich verfüttere euch. Nein, ihr könnt ja die Dinos sein. Ich kann Parkbewohner nicht. Parkbewohner kann ich keinen Namen geben, aber ich kann den Dinos Namen geben. Das heißt, ich verfüttere eigentlich dann die Es wird Parkbewohner eine an Zeit euch. kommen, da blicken wir darauf zurück, was wir mit den Sauriern alles erreicht haben. Aber vorerst müssen wir uns auf die Herausforderungen vor uns konzentrieren. Jeder Erfolg zählt. Dafür hat man Cut. Davon habe ich auch schon mal gehört. Also CAD geschrieben. Das ist schon so viel vorgegeben, das ist schon genial. Leute, die damit umgehen können, bewundere ich sehr. Ich bin zu blöd und zu faul. Brauche ich auch im Alltag nicht. Ja, irgendwie, ich habe davon auch gehört. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber klar, also wie gesagt, man kann ja vieles auch so irgendwie unterstützend nehmen einfach. Muss ja nicht komplett irgendwie umstellen. Gibt es schon einen Sommersaurus? Ich kann. Du hast die Auswahl momentan. Es ist natürlich gerade Nacht. Wir haben die Strutis. Struti kann ein Sommersaurus sein. Wir haben die Patschis. Wo sind sie denn? Nee, die Koris. Ich ver Patschi kommt noch. Ein Kori haben wir. Der kann ein Sommersaurus werden. Und wenn du lieber ein Fleischfresser sein möchtest, hätten wir hier noch die Ceratosaurus. Ceratosaurus. Ich will nicht einen Aufnahmemodus machen. Ja, das ist keine gute Idee, direkt auf ihn zuzufahren. Was denkst du dir eigentlich auch dabei? Was das denn? Ich habe sehr intelligente Ranger eingestellt, ich sehe schon. Ja, den Gasoruptus gibt es auch noch nicht. Wie gesagt, ihr müsst mir einfach den Dinosaurier die Art sagen, die ihr sehr gerne sein möchtet, und dann kann ich das umbenennen. Ich weiß immer noch nicht, ob Farthest Frontier was für mich ist. Ich weiß es auch nicht. Ich habe selbst auch noch nicht gespielt. Du bist ein Fleischfresser. Wunderschön. Der chillt der gerade hier. Den nehmen wir doch. Sieht ganz lieb aus. Der will nur spielen. Sommersaurus Feinikus. Ich sehe gerade, okay, noch gucken, ob es zu ihm passt. Passt hin. Keine Zeichenbegrenzung, glaube ich. Habe ich jetzt vertippt oder stimmt? Sommersaurus Feinikus. Du bist einen dicken, trägen Pflanzenfresser. Also, wir kriegen ja einen gleich, der dick und träge ist. Willst du den vielleicht? Also, die sind jetzt nicht.
die Kyros. Wie heißen die? Ich vergesse es jedes Mal. Jetzt kürze ich das schon ab und vergesse trotzdem, wie sie heißen. Sushi ist fertig. Mmh, yum, yum, yum. Guten Appetit. Also wir kriegen jetzt als neues, Moment, Fossilien ansehen, diesen hier, den Patschi. Wer ist da mit Gaza? Man sieht mir sogar ähnlich verblüfft. Unsinn. Ich weiß ja mittlerweile, wie du aussiehst. Lüge. Irgendwie habe ich gefühlt, ist hier immer Nacht. Oder lese ich einfach tagsüber den Chat oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier ist immer Nacht. Die Nächte in Kanada sind lang und kalt. Die Augen. Ach so, ja, die Augen. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Interessanterweise haben wir den Sauriern genau das gegeben, nicht? Mehr Zeit. Ich nehme mal das, ja. Vielleicht kümmere ich mich dann mal um die Gäste. Ich vernachlässige die mal wieder. Es tut mir nicht leid. Aber... Einkauf bauen. Mittlere Einrichtung Einkauf. Was ist das denn? Kleines Hotel, das ist aber hässlich. Das ist das aus der Sammlung hier, ne? Ist das World 2? Ich meine, das ist Jurassic Park, das ist Jurassic World und das ist... Weiß ich nicht. Hässlich. Mittlere Einrichtung. Ich meine, das passt eigentlich ganz gut, weil wir müssen die jetzt dann dahinter locken. So langsam. Mal so in die Richtung uns bewegen. Allerdings Einkauf. Habe ich schon wieder nicht sofort ausgewählt. Anderes Einkauf. Ich spreche nur für mich, aber die Leute hier können froh sein, dich zu haben. Ja, ja. Sie sind optimistisch, wissen aber auch, dass die Frage nicht lautet, ob, sondern wann sich die Geschichte wiederholen wird. Da versucht man, Chaos zu kontrollieren. Obwohl man sich der Geschichte bewusst ist. Die Ironie ist mir nicht entgangen. Wir nehmen T-Shirts. Mit Infotainment und Selfie-Spot. Und ich muss auch ein bisschen auf meine Einnahmen achten. Das würde mir mehr Einnahmen geben. Das auch. Aber nicht so wahnsinnig, ne? 3,7, 3,7, 3,7. Nehmen wir die Wasserspiele noch. T-Shirts. Vielleicht können wir das auch. Haben wir die Strutis und die Koris. Ich nenne das jetzt Cori-Shirt. Vielleicht kann ich mir dann endlich mal merken, dass die Coris heißen. Das sind Cori-Shirts hier. So. Ich habe meistens ein Problem, meine Probleme mit Aufbaustrategien hinsichtlich auf die Schwierigkeit und Wartezeit. Entweder ist es viel zu leicht oder es fühlt sich einfach nur unfair schwer an. Ja, es ist nicht so einfach, das zu balancen, das ist richtig. Ich finde, hier bisher geht es eigentlich ganz gut. So, unsere Fossilien, ich glaube, das reicht noch nicht. Ich gucke gerade mal in die Brutstätte. Für unseren Pacerino brauchen wir noch ein paar Prozent im Genom. Gerade noch mal zu den Steinchen zurück und die hier auch noch.
Dankeschön. So. Kleines Hotel können wir demnächst eigentlich auch mal machen. Beziehungsweise warum nicht jetzt schon? Und auch so langsam mal die Attraktionen freischalten. Was fangen wir da an? Ja, ich fange damit an. Und ich will die breiteren Wege eigentlich auch. Da muss ich aber erstmal die Bahn erforschen. Okay. Frostpunk ist so ein Spiel, das schafft mir auf Mittel zu leicht zu sein, aber auf schwer zu unglaublich doof gebalanced. Kann man das irgendwie selbst konfigurieren oder so? So, lasst mich gerade mal nach der Abdeckung auch gucken. Wir haben jetzt, bräuchten da hinten auf jeden Fall natürlich noch Toilette und Schutzraum, nehme ich an, genau. Natürlich früher oder später auch Getränke und Essen noch. Oh, das ist nicht so gut konfiguriert, was ich da gemacht habe. Ich mal gerade gucken. Wie können wir es euch denn besser machen? Ich meine, im Prinzip läuft es meistens dann auf Aquarium, Fischtank und sowas hinaus. Skelettausstellung ist halt immer so ein Ding, das ist perfekt. So, wir haben ein neues lebensfähiges Genom. Das heißt, ab in die Brutstätte. Großer Hunger, kurzlebig, sozial nicht fit. Fühlt sich angesprochen. Können wir vielleicht noch ein bisschen modifizieren. Es gibt 4 oder 5 Regler, aber es hilft nicht wirklich viel. Das ist ja schade. Also, Hunger und Leben können wir schon. Kampf kann ich noch nicht. Ich kann den Appetit ein bisschen zügeln. Aber auch nicht so wirklich, ne? Kurzlebig. Mist. Kann man das eigentlich rückgängig machen? Ja, ne? Ich finde es blöd, dass man immer so wenig modifizieren kann. Ich sehe auch irgendwie nicht so genau, durch was das eigentlich eingeschränkt wird. Weil dann würde ich lieber ein bisschen lebenslänger haben, weil es immer blöd ist, wenn die Dinos sterben. Ich meine, es passiert halt, aber nur sehr schade. Weil lieber er frisst viel, aber lebt länger. Das Vieh kriegt, wir müssen es erst ausbrüten, dann kriegt es den Namen. Bereits in Staunen, aber mit besseren Attraktionen können wir sie noch mehr begeistern. Denkt daran, nur das Alte zu sagen, wenn ihr volljährig seid, nicht, dass Ele auch noch bannen muss. Oder ist Ele mittlerweile familienfreundlich? Nö. Ich glaube, der Stream ist immer noch FSK 18. Ich weiß nicht, wir müssen
ich glaube schon, dass ich den immer noch sicherheitshalber auf FSK 18 habe. Das klingt gut, Gaso. Hol mal deine Brille, genieß das Eis. Und sobald der Dino ausgebrütet ist, bekommt er deinen Namen. Auch in deiner Abwesenheit. Ich muss nur mal gucken, du Gasoruptus. Gasoruptus. Du streamst ab 18. Ja, du kannst in den Einstellungen bei Twitch für deinen Stream einstellen, ob vorher halt so eine Meldung kommt, dass es eigentlich ab 18 richtet an Publikum. Das heißt jetzt nicht im Sinne von, weiß ich, Erotik-Stream oder sonst irgendwas oder harte Gewalt, sondern das, ja, das einfach halt, falls du aber eben zum Beispiel Spiele spielst, die zum Beispiel auch erst FSK 18 sind oder sowas, dass du halt nicht Gefahr läufst, dass da dir irgendwer Ärger macht. Ich will halt auch nicht bei jedem Stream vorher überlegen, okay, ist das Spiel auch für Kinder und Jugendliche geeignet oder nicht? Und sollte ich da eine Warnung vorweg geben? Sollte ich es nicht machen? Und deswegen habe ich es einfach... Ja. Und ich glaube, mein Zielpublikum ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die unter 16-Jährigen. Wahrscheinlich nicht mal die unter 18-Jährigen. Für mein Geburtstagsgeschenk. Am Freitag. Ich kann leider noch nicht gratulieren, das bringt Unglück oder so. Das heißt, du bist auch so ein Osterkind. Mein Onkel hat nämlich am Montag Geburtstag. Oh nein, Sturm, Sturm zieht auf, Sturm zieht auf. Schutzraum aufmachen. Also bevor wir den Dino loslassen, warten wir den Sturm ab. Der muss ja nicht direkt in den Sturm geraten. Und ich mache da hinten schon mal einen Schutzbunker noch. Viel zu eng aus alles gebaut. Jedes Mal dasselbe Problem. Ich lerne auch nie dazu. Das ist am Freitag 15, genau. Oder falls du mal fluchst. Ja, wenn ich fluchen würde, kann ich es, glaube ich, nicht mehr auf YouTube hochladen. Zumindest nicht, wenn es in den ersten 20 Sekunden ist oder so. Ich fluche andauernd. Ich mache das tatsächlich viel zu oft. Um familienfreundlich zu sein. Also fluchen zum Beispiel, also jetzt auf YouTube hat ja die neue Policy, dass du halt in erst 20 Sekunden, wenn du ein werbefreundliches Video machen möchtest, nicht fluchen darfst. Und das, also Worte wie Scheiße gehören da schon dazu, ne? Ja. Also Scheiße, Kacke, Mist, Fuck oder sonst was, sage ich ja schon ab und zu mal. Es schleicht sich jetzt ja doch immer ein. Tschüss nun, ja, mach's gut, Gaso. Viel Spaß dir. Oh nein, wir haben Verlust gemacht. Wie kommt das nun? Die Leute glauben, Chaos wäre Zufall. Aber in Wahrheit ist es deterministisch. Wir sehen nur nicht die ihm zugrunde liegenden Muster. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen, geschweige denn wann. Genau das ist es, nicht? Das echte Wunder der Saurier liegt nicht in ihrer Existenz. Es gab sie schon einmal. Das Wunder liegt darin, dass sie heute existieren. Also im Gegensatz zu diesen Kampagnen, die ich bisher gespielt habe, ist jetzt hier im Sandkassenmodus das Ranger-Team auch blockiert durch den Sturm. Ich weiß, liegt das jetzt am, weil es ein Schneesturm ist oder ob das generell so ist im Sandkatzenmodus? Hm.
Naja, der wird gleich vorbei sein. Hoffe ich. Ich kann auch noch... Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich die Karte spiele. Also ich werde auch bestimmt noch andere Karten ausprobieren. Ich habe nur leider halt noch nicht so viele freigeschaltet, weil... Wie gesagt, durch den Plattformwechsel von Xbox, PC, Game Pass auf Steam... habe ich halt meinen Spielstand nicht. Da habe ich die ganzen freigeschalteten Sachen nicht. Naja... Kann er sich jetzt mal... Ich beschleunige mal ein bisschen hier. Da friert ja der Pool auf dem Hoteldach zu. Ich habe das Hotel auch Hotel Cori genannt. Schön. Ich hab schon wieder voll vergessen, dass hier ein Hotel steht, das so heißt. So, Schutzräume wieder schließen. Leute wieder rauslassen. Und jetzt können wir hier Eier auswählen. Ja, sehen alle jetzt nicht so gut aus, aber wir machen das trotzdem. Oh Gott, naja, ich muss dich belästigen nochmal hier. Der muss alles regeln momentan. Ich soll die anderen Leute leveln. Ach, wann mal, ich entlasse noch ein paar Anfängerleute hier. 113 ist eigentlich. Ich meine, sie ist gerade beschäftigt, aber sie werde ich, glaube ich, auch gleich noch entlassen. Was ist denn das für ein Anfängerlevel hier? Das sieht ganz gut aus. So, alles gerade auf Wohlbefinden. Ich brauche noch ein bisschen Logistiker. 4 von 8. Warte ich. Und wenn ich noch einen Genetiker. 2 von 5. 3 von 6. 3 von 7. Bin noch nicht so. 4 von 7. Bisschen besser. Aber dann auch mal diese Einser-Dinger im anderen Bereichen, aber egal. So. Du bist unser Allrounder irgendwie. Sieht auch sehr sympathisch aus. Er ist unser Arzt. Nee, unser Genetiker, stimmt. Und das ist unsere zweite Genetikerin jetzt. Ist im Hotel noch ein Typ? Kann sein, dass da noch jemand eingeblendet worden ist. Ja, das Hotel ist vielleicht sturmsicher. Weiß nicht. Ich hörte, du leistest deinen Beitrag zum Fortschritt. Ich schätze, es sind Glückwünsche angebracht. Aber ich habe das schon mal erlebt. Also warne ich dich auch. Du verstehst nicht ganz, was im Namen der Wissenschaft alles erreicht wurde. Der Geist lässt sich nicht zurück in seine Flasche zwängen. Und wenn man es versucht, reißt er einem den Kopf ab. Infizierte Wunde. Muss ich dich dann wieder abtransportieren? Ja, muss ich. Okay. Die sind noch ein bisschen kränklich, die Tiere, ne?
sehe dich irgendwie nicht mehr. Liegst du da im Gras? Oder bist du da hinten dran? Ich, hä? Sag mal. Das ist einer von den Strutis, ne? Jetzt haben wir ihn. So, diesmal mache ich nicht denselben Fehler, erstmal einen. Ich glaube, ich brauche zwei von diesen Anlagen jetzt, weil die einfach zu kränklich sind hier. Ich habe nicht mehr Platz, wenn ich das anders drehe. Produkttransport im Gange. Straße hat genau gepasst. Wie sieht es nochmal eigentlich mit unseren Attraktionen aus? Wir können jetzt hier eine Schienenbahn machen. Das ist keine Attraktion, das ist halt Transportweg. Ist hier halt so ein bisschen überflüssig noch. Weil ich könnte hier hin machen und dann vielleicht hier so dahinter, ne? Ich muss irgendwo Platz für die lassen. Man könnte halt in die Ecken der Insel hier dann mit dem Ding fahren. Ich mal gucken. Aber ich wollte richtige Attraktionen tatsächlich noch. Wir haben den Beobachtungsturm, die Seilbahn zum Beispiel und sowas halt wie die Gyrosstation, die Biosphäre. Was muss ich denn da alles erforschen, damit ich dich kriege? Touren. Lass mal das hier. So, immer noch nicht ausgebrütet. Brauchst du mal lang. Beschleunigen das mal. Und warte, ich. In der Zwischenzeit, ich habe jetzt das zweite Medi-Ding. Ich kann ja. Obwohl, du brauchst jetzt auch nur noch 5 Sekunden. Ihn hier noch. So. Nein, nicht freilassen. Ich wollte ihn nicht hier in dem Gehege freilassen. lustige Bemalung vorne. Ich, ja, Moment. Ihr sollt eigentlich. Ich meine, die passen hier rein, aber. Lambert kümmert sich um die Sicherheit hier. Damit hat er alle Hände voll zu tun: Hände voller Klauen, Zähne. Und Schwänze. Oh, du hast absichtlich so eine Pause gemacht. Zäune sind gute Nachbarn. Wenn wir keine Zäune haben, sollten Saurier wie der Pachyrhinosaurus nicht im Park sein. Er ist ein lebender Panzer. Das gilt auch für seine Persönlichkeit. Ein lebender Pachyrhinosaurus. Du bist ein lebender Panzer, habe ich gehört. Ich nenne dich aber trotzdem Pachi, weil ich es lustiger finde. Aber vielleicht können wir ihn auch hier drin lassen, weil, also zumindest wenn es nicht zu eng wird für die hier alle. Ihr vertragt euch, glaube ich, ne? Aber der bräuchte halt noch Wald und Pflanzenboden eventuell.
Wenn die Tiere nervös sind, bin ich es auch. Berufskrankheit. Und unser Beruf ist eben die Arbeit mit den Sauriern. Er muss erstmal sein Territorium auch vergrößern. Haben wir hier vorne nicht Pflanzenboden? Wald ist jetzt genug. Ist das nicht Pflanzenboden hier? Ah, passt, okay. So. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Gaso wollte. Gaso. Rotus. Ups. Ich weiß nicht, ob mir die Blaufärbung gefällt. Die sieht ein bisschen sehr angemalt aus. Auf dem Bild sah es anders aus. Nicht diagnostiziertes Leiden. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Sekunde, Sekunde. Erstmal hier abtransportieren. Und dann fahren wir mal los. Also habt ihr schon übernommen jetzt. Waren sie jetzt doch schneller als ich. Okay, kann aber behandelt werden vom Auto aus. Ich muss schon seit gefühlt einer halben Stunde eigentlich aufs Klo und wollte mir eine Pause machen. Das Spiel lässt mich nicht. Dauernd ist was. Nein. Setze ich jetzt im Wasser fest. Ups, sorry. Gleich nochmal einen Auffahrunfall verursachen. Gute Idee. Das arme Vieh. Okay, Nummer 1. Nummer 2 hat sich der andere Wagen drum gekümmert. Und dann haben wir aber immer noch einen Verletzten. Der ist aber in der Station. Ist der in der Station, ne? Okay. Ihr habt irgendwie die falsche Nummer. Eigentlich Nummer 2. Okay. Mit dem ganzen Schnee ist halt natürlich immer so ein bisschen die Sicht auch eingeschränkt für euch wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich alles ein bisschen im Stream noch ein bisschen pixeliger. Nicht die beste Karte für den Stream. Hallo Chochi. Kannst dir nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass dich das Dino-Fieber bekommen hat. Mehr gute Dino-Games brauchen. So, ich lasse euch mal. Mit unserem. Wo ist denn unser neuer Freund hier? Ja. Mit unserem Gasoruptus.
lasse ich euch mal kurz alleine und ich hoffe, in der Zeit kommt kein Schneesturm oder so. Und ich gehe mal ganz kurz auf Toilette.